Guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von DSTV, zu einer neuen Ausgabe. Heute wollen wir die August- und die September-Ausgabe der Deutschen Stimme vorstellen. Mein Name ist Peter Schreiber, ich bin der Chefredakteur der Deutschen Stimme und ich begrüße heute ganz herzlich Jürgen Gansel, den früheren NPD-Landtagsabgeordneten und stellvertretenden Chefredakteur der DS, zu unserem Gespräch. Herzlich willkommen, Jürgen. Hallo. Freue mich auf ein spannendes Gespräch mit dir zu den Inhalten der Deutschen Stimme. Wir wollen die August- und schwerpunktmäßig die September-Ausgabe vorstellen mit drei Themenschwerpunkten. Das eine ist das Thema Eurokrise und Griechenland. Das zweite wäre dann die außenpolitische Komponente, die aber natürlich große Einflüsse hat auch auf die Innenpolitik dieser Tage, nämlich die Situation in Syrien nochmal. Und das dritte wäre dann die innenpolitische Dimension mit der Asyl- bzw. Flüchtlingsfrage. Da hast du ja ganz besonders viel auch insbesondere in der letzten Ausgabe, also in der September-Ausgabe, dazu beigetragen. Würde vielleicht selbst gerade mal anfangen mit der August-Ausgabe. Darf ich vielleicht gerade mal das Titelbild zeigen? Vereint im Verrat titeln wir. Und man sieht Angela Merkel und den griechischen Ministerpräsidenten Tsipras, wie sie da gemeinsam einen typischen Tanz aufführen. Warum vereint im Verrat? Weil wir sagen, Deutsche und Griechen können sich die Hand reichen, insofern als beide verraten worden sind von ihren jeweiligen Volksvertretern bzw. von ihren Regierungschefs. Verraten insofern, als Tsipras ja eine Volksabstimmung hat durchführen lassen, die dazu führen sollte, dass Griechenland die Auflagen der Troika nicht mehr weiter erfüllen muss, diese Sparprogramme und all das, was dem Land auferlegt wurde. Allerdings ohne den Menschen zu sagen, dass damit auch logischerweise, konsequenterweise ein Austritt aus dem Euroraum verbunden sein müsste. Und Angela Merkel hat unsere deutschen Interessen verraten, indem sie den Weg bereitet hat für weitere Milliardenhilfen an Griechenland. Jürgen, wie siehst du die Auswirkungen auf die Situation jetzt hier in Deutschland, auf den deutschen Steuerzahler? Wie bewertest du die Situation? Also, nachdem jetzt vor kurzem der Bundestag wieder mit großer Mehrheit das sogenannte dritte Hilfspaket für Griechenland durchgewinkt hat, steht jetzt natürlich zu befürchten, dass die Lippenbekenntnisse aus Athen ohne politische Reformen im Landesinnern verhallen, dass die griechische Regierung und die sie tragenden Parteien sich jetzt natürlich weiterhin auf die Zahlungsbereitschaft der Deutschen oder zumindest der deutschen Regierung verlassen können und deswegen also die bitternötigen Reformen in Griechenland ausbleiben. Und dazu gehört natürlich also die Bekämpfung von Vetternwirtschaft und Korruption. Dazu gehört das Abstellen des skandalösen Zustandes, dass in Griechenland keine funktionierende Steuerverwaltung besteht, griechische Millionäre und Milliardäre de facto ohne Steuerzahlpflicht davonkommen. Dazu gehört natürlich ein Zurückfahren des aufgeblähten öffentlichen Sektors in Griechenland. Also ohne, dass man irgendwelche, wie auch immer gearteten, neoliberalen Forderungen erhebt, ist eigentlich für jedermann klar, dass Griechenland einen enormen Reformbedarf hat und dass deswegen auch weder die Europäische Union noch Deutschland für den Großteil der griechischen Probleme verantwortlich ist, sondern dass das hausgemachte Probleme sind. Und insofern besteht jetzt die große Gefahr, dass mit weiterem Milliardenfluss die Reformbereitschaft in Griechenland wieder komplett zum Erliegen kommt. Ja, wobei man wahrscheinlich dazu sagen sollte, dass im Grunde genommen diese Reformbemühungen auch nur dann wirklich Erfolg haben könnten, wenn Griechenland auch wieder über eine eigene Währung verfügen würde. Und da haben wir ja erlebt, dass derjenige, sozusagen ein
vernünftiger Kopf, dem man das vielleicht erstmal gar nicht so zugetraut hätte, nämlich Finanzminister Varoufakis, mit seinem Plan eine Parallelwährung einzuführen, die dann später den Euro ablöst. Der ist ja praktisch abgelöst worden. Das führt jetzt zu ganz großen Verwerfungen in der griechischen Politik, mit der Folge, dass es sogar eine Abspaltung von Syriza gibt, mit der Folge, dass es Neuwahlen geben wird. Also es bleibt da spannend, es kann durchaus sein, dass es da ganz große politische Verschiebungen auch noch in Griechenland geben wird. Fakt ist jedenfalls, dass jetzt ein 86 Milliarden Euro Paket nach Griechenland fließt und Geld, das die Deutschen wahrscheinlich nie mehr wiedersehen werden. Wir haben das in mehreren Beiträgen, in beiden Ausgaben thematisiert. Und wir haben auch noch mal auf einen Sachverhalt aufmerksam gemacht in der August-Ausgabe, nämlich auf die historische Dimension dessen, weil man sich ja fragt, wie kommt es eigentlich, dass unsere, in Anführungsstrichen unsere Politiker so vehement an diesem Euro-Experiment festhalten und haben das ja klassifiziert als eine Folge der deutschen Vergangenheit. Ich weiß nicht, du hast damals, glaube ich, auch den Sarrazin-Titel Deutschland braucht den Euro nicht gelesen oder Europa braucht den Euro nicht. Da hat ja Sarrazin bereits die These aufgestellt, dass das Bestreben von Merkel und Co. ja im Grunde genommen ist, dass Deutschland möglichst schnell in dieser Europäischen Union aufgehen möge, und deshalb verfolgt man das jetzt so fanatisch. Und kürzlich ist das auch, das berichtete die niederländische Tageszeitung De Volkskrant, dem Fritz Bolkestein, dem ehemaligen EU-Kommissar, aufgefallen, der ebenfalls darauf hinweist, dass die Aufnahme Italiens und Griechenlands in die Eurozone maßgeblich auf den Einfluss Helmut Kohls zurückzuführen ist. Also jetzt holen uns praktisch die Fehler der Vergangenheit wieder ein. Kommen wir vielleicht jetzt nochmal zu einem zweiten, größeren Themenkomplex, der in beiden Ausgaben eine Rolle spielt. Wir haben ja in der August-Ausgabe Interviews drin mit zwei Vertretern Syriens, also des offiziellen Syriens auch. Einmal war die DS im Gespräch mit Hassan Sakr von der syrischen sozialnationalistischen Partei, SSNP. Hier haben wir das Interview. Und Herr Sakr hat uns Auskünfte gegeben, als dort also eine Delegation mit dem NPD-Europaabgeordneten Udo Vogt in Damaskus war und im Libanon unterwegs war, hat da Auskunft gegeben zur Situation in Syrien. Das Ganze wird dann in der September-Ausgabe nochmal etwas vertieft im Gespräch mit Udo Vogt, der uns also seine außenpolitischen Initiativen und sein Engagement nochmal vorstellt. Das Gespräch werden wir auch in den kommenden Ausgaben nochmal fortsetzen und berichtet über die Kontakte der NPD bzw. der Alliance for Peace and Freedom nach Syrien und nach Russland. Die Situation in Syrien ist ja die, dass die dortige Regierung, auch unterstützt mittlerweile sogar auch von den maßgeblichen oppositionellen Gruppen, alles dafür tun, um diesen IS-Terror und zurückzudrängen. Ein Terror, der ja ganz offensichtlich unterstützt wird von islamischen Staaten drumherum, von Saudi-Arabien, Katar etc., möglicherweise auch finanziert von amerikanischer Seite. Das Ganze löst natürlich Flüchtlingsströme aus. Willst du uns noch mal ein bisschen was sagen zu dieser Verquickung zwischen der Rolle der USA in dieser Region und dem, was wir jetzt momentan gerade in Europa an Zuwanderung
erleben und an sogenannten oder tatsächlichen Flüchtlingsströmen? Es ist natürlich ganz, ganz offensichtlich, dass die Hauptauswanderungsländer in Nordafrika und im Nahen Osten genau die Staaten sind, die die USA maßgeblich destabilisiert haben, zuerst militärisch und dann politisch, weil man in vermessener US-Weise meinte, Demokratie, Menschenrecht und alles Mögliche in diese Region bringen zu müssen. Und dadurch sind, wenngleich autoritäre, aber nichtsdestotrotz funktionierende Staatswesen gewissermaßen zerstört worden, egal ob es sich um Libyen, Syrien oder den Irak handelt. Diese Staaten sind fast planvoll destabilisiert worden. Und insofern ist die Völkerwanderung, die aus diesen Regionen sich nach Europa ergießt, auch eine Spätfolge der amerikanischen Imperialpolitik. Nun wissen wir aus der Innenschau der syrischen Verhältnisse, also auch durch diese Delegationsreise, die Udo Vogt dorthin unternommen hat, zusammen mit der EPF, dass es zwar schwere Auseinandersetzungen dort natürlich gibt, dass es aber auch noch weite Teile des Landes gibt, also insbesondere die Hauptstadt Damaskus, die, wo die Verhältnisse relativ geordnet sind. Man ist dann ja so ein bisschen hin und her gerissen, weil man sagt, wenn jetzt wirklich Menschen aus diesen Regionen kommen, die tatsächlich von Krieg betroffen sind, dann sind wir durchaus dazu bereit, diejenigen, die es wirklich verdient haben, auch bei uns temporär aufzunehmen. Aber es scheinen auch sehr viele zu kommen nach Deutschland, bei denen also auch die wirtschaftlichen Gründe wohl im Vordergrund stehen. Denn sie passieren ja auf ihrem Weg zu uns auch Länder, die eigentlich als sichere Drittstaaten gelten. Wie schätzt du das ein oder wie würdest du sagen, wie sollen wir uns gegenüber jetzt speziell Flüchtlingen, wenn man sie so bezeichnet, Flüchtlingen aus Syrien jetzt verhalten? Also nach den bestehenden EU-Verträgen, sprich Dublin II-Abkommen, müsste es so sein, dass alle Asylanträge auch von Syrern in den Ländern bearbeitet werden, in denen sie zuerst europäischen bzw. EU-Boden betreten. Und das wären dann nach menschlichem Ermessen Italien, Griechenland oder Ungarn. Also insofern, wenn die EU ihre eigenen Verträge, die Dublin-Abkommen, ernst nehmen würde, würde höchstwahrscheinlich kein einziger Syrer, es sei denn, er käme mit dem Flugzeug nach Deutschland, hier einen Asylantrag stellen können. Insofern hat man es hier angesichts des Asylantenansturms auf Deutschland auch mit einem kapitalen Versagen in der Europäischen Union und der Nichteinhaltung von EU-Verträgen zu tun. Und unabhängig davon stellt sich natürlich die Frage, jetzt Bürgerkrieg hin oder her, in welchem Maße man sogenannte Bürgerkriegsflüchtlinge aufnehmen soll. Also nach Schätzungen der UNO sind weltweit 55 Millionen Menschen auf der Flucht. Diese 55 Millionen Menschen würden wahrscheinlich nach landläufiger Auffassung auch größtenteils den Titel Bürgerkriegsflüchtling verdienen. Nur welche Größenordnung soll Deutschland aufnehmen? Welche Größenordnung soll Europa aufnehmen? Mhm. Man kann auch nicht annähernd alle sogenannten Bürgerkriegsflüchtlinge aufnehmen. Es gab eine andere Lösung. Ja, es gab vor Ausbruch des Bürgerkriegs 22 Millionen Syrer, soll Deutschland 5 Millionen davon aufnehmen, 8 Millionen aus sogenannten humanitären Gründen. Also auch hier muss man einfach von der Politik fordern, dass ein Schlussstrich gezogen wird unter die Politik der offenen Grenzen. Es spricht sicherlich nichts dagegen, eine begrenzte Anzahl von wirklich politisch verfolgten Syrern vorübergehend in Deutschland aufzunehmen, dann aber auch nur mit der klaren Maßgabe, dass sobald bestimmte Kriegshandlungen in ihrem Herkunftsland eingestellt sind, diese Familien dann auch sofort wieder zurückkehren müssen. Da kann man sich auch den ganzen Integrationsbrimborium sparen, wenn man diesen Leuten sagen würde, es geht nicht darum, dass ihr euch hier integriert. Das müsst ihr nicht, ihr könnt allenfalls anderthalb Jahre hier bleiben. Und dann geht es wieder in die Heimat zurück, um dort Aufbauarbeit zu leisten. Also selbstverständlich darf deutscherseits überhaupt nicht Sozialmissbrauch und Wirtschaftszuwanderung toleriert werden. Aber man muss auch so sehr vorsichtig mit dem sein, was uns die Medien und die Überfremdungslobbyisten als Bürgerkriegsflüchtlinge verkaufen wollen. Da anbieten, genau.
Also sinnvoll wäre ja wahrscheinlich, wenn man schon europäische Solidarität üben möchte, wovon ja ständig die Rede ist, dass man dann sagt, wir schützen gemeinsam die europäischen Außengrenzen. Das wäre also die Art von europäischer Solidarität, die also in unser aller Interesse wohl wäre. Also Deutschland wirklich zu, Europa wirklich zu einer Festung auszubauen, das wird immer so negativ dargestellt, aber ich glaube, das wäre eigentlich das Gebot der Stunde. Und sich dann überlegen, wie man im Grunde genommen vor Ort mit einem Bruchteil des Geldes, den wir hier investieren müssen, um die Leute durchzufüttern, wie man dann im Grunde genommen dort vor Ort wesentlich effektiver Hilfe leisten kann, um den Menschen auch in ihrer Heimat eine Perspektive zu geben. Und vor allen Dingen wäre schon viel gewonnen, wenn außenpolitisch auch darauf hingewirkt würde, dass eben die Region sich wieder stabilisiert und diese Politik, wie sie letzten Jahre hier betrieben wurde, eingestellt wird, dass man, wie du sagtest, unter dem Vorwand von Menschenrechten da versucht, irgendwie politisch genehme Regime zu installieren. Da ist natürlich klar, brauchen wir uns da nicht über die Folgen zu wundern. Du sprachst von 55 Millionen, die jährlich weltweit auf der Flucht seien, laut Angaben des UNHCR, glaube ich. Aber das Völkerwanderungspotenzial ist ja offenbar noch um einiges größer. Da haben wir also einen sehr interessanten Artikel in der September-Ausgabe unter dem Titel 950 Millionen Afrikaner und Orientalen drängen nach Europa, auch aus deiner Feder, lieber Jürgen. Wenn man 950 Millionen hört, muss ehrlich sagen, ich hatte erst überlegt, ob ich das auf die Titelseite bringe, aber ich hatte mir überlegt, manchmal ist es ja so, dass die Realität so unglaublich ist, dass sie eventuell nicht geglaubt wird, obwohl es tatsächlich mit Fakten untermauert ist. Deshalb habe ich davon abgesehen. Wir haben dann einen anderen Titel gewählt, kommen wir auch gleich nochmal drauf. Aber es ist ja tatsächlich so, dass der Soziologe Gunnar Heinsohn ein gewaltiges Völkerwanderungspotenzial ermittelt hat. Willst du uns dazu mal ein bisschen was sagen, auch zu der Person Gunnar Heinsohn und wie er auf diese Zahlen kommt und wie das zu verstehen ist? Ja, Gunnar Heinsohn ist ein 68er sozialisierter Soziologe, der sich schon seit längerem also mit den Auswirkungen der Demografie auf Kultur- und Staatenentwicklung beschäftigt. Ja. Und er hat jetzt für eine Fachpublikation vor kurzem das sogenannte Völkerwanderungspotenzial für die nächsten Jahrzehnte errechnet und kam infolgedessen auf diese schwindelerregend hohe Zahl von Wanderungsbereiten. Das bedeutet nicht, dass dann tatsächlich diese 950 Millionen in 4 Jahrzehnten in Europa vor der Tür stehen, aber es ist im Bereich des Möglichen, vor allem dann, wenn die europäischen Regierungen die Außengrenzen nicht endlich abschotten und deutlich machen, dass Zuwanderung von außerhalb weder gebraucht noch erwünscht wird. Ja. Also wenn Europa nicht endlich an dieser Festung Europa baut, alle Zuwanderungsanreize finanzieller Art beseitigt, ja, und konsequent eine Abschreckungspolitik betreibt, indem dann rechtskräftig abgelehnte Asylbewerber dann noch endlich abgeschoben werden, dann droht tatsächlich diese riesenhafte Bugwelle auf Europa zuzukommen. Mhm. Und dass dann von Europa ethnisch, kulturell und staatlich nichts mehr übrig bleiben würde, liegt auf der Hand. Das ist klar. Wir wissen ja, dass so wird ja auch immer argumentiert, dass in Europa und ganz speziell in Deutschland auch die Geburtenraten sehr niedrig sind, dass wir also Bevölkerungsverlust auch erlitten haben die letzten Jahrzehnte. Speziell dann nochmal mit dem Spezialproblem Mitteldeutschland, dann nochmal zusätzlich durch Abwanderung etc. Und da wird ja immer argumentiert, wir brauchen Nachwuchs, zur Not eben auch aus Afrika oder aus dem arabischen Raum, und wir brauchen Fachkräfte. Also mal ganz abgesehen davon, dass mir das bisschen zynisch vorkommen, zu sagen, wir schieben die Völkermassen einfach hin und her, wie wir es rein zahlenmäßig brauchen. Das berücksichtigt ja auch nicht das Streben des Menschen nach Verwurzelung in seiner Heimat. Aber wenn man es jetzt wirklich mal darauf fokussiert, sagt Nachwuchs, Fachkräfte, was sagen denn Heinsohn und Co.
zu dieser Frage, ob da auch Fachkräfte mit dabei sind, die wir gebrauchen können? Oder was sagst du dazu? Also Heinzson geht in den Publikationen, in denen er auf diese Zahl von 950 Millionen Menschen an Völkerwanderungspotenzial ausgeht, auch auf den Faktor Fachkräfteexistenz ein, ist allerdings der Meinung, dass Europa nicht unbedingt damit rechnen kann, dass in nennenswerter Zahl Fachkräfte kommen. Und man muss natürlich immer daran denken, dass das Gerede vom Fachkräftemangel natürlich interessegeleitete Arbeitgeberpropaganda ist. Das folgt einfach der normalen kapitalistischen Logik von Angebot und Nachfrage. Je größer für Arbeitgeber oder für Wirtschaftsbetriebe das Arbeitskräftepotenzial ist, wie das jetzt ethnisch auch immer zusammengewürfelt sein mag, je größer das Arbeitskräftepotenzial ist, desto stärker können natürlich Unternehmen Sozialleistungen abbauen und die Löhne der inländischen Beschäftigten drücken. Insofern hat das Kapital natürlich ein riesengroßes Interesse daran, nach Möglichkeit jährlich 1 Million Arbeitnehmer und wenn es nur Lohndrücker sind, egal wie qualifiziert oder nicht qualifiziert, zu holen, weil einfach diese Reservearmee dann vor den Werkstoren bereitsteht, um deutsche Löhne zu drücken. Das muss man natürlich in Rechnung stellen. Und wenn man sich einfach beispielsweise mal das Lohnniveau in den Regionen Deutschlands anguckt, in denen angeblich der Arbeitskräftemangel und der Fachkräftemangel besonders eklatant ist, wie zum Beispiel in Mitteldeutschland, dann sieht man schon, dass auch das reine Propaganda ist. Denn wenn es beispielsweise in Sachsen wirklich einen Fachkräftemangel gäbe, wäre es nicht so, dass das Lohnniveau in Sachsen immer noch deutlich unter dem Westdeutschlands läge. Dann würde nämlich wiederum nach der Logik von Angebot und Nachfrage der angebliche Arbeitskräftemangel dazu führen, dass die Löhne hier steigen. Der Umstand, dass hier aber selbst bestqualifizierte Leute in Sachsen immer noch deutlich weniger verdienen als in Westdeutschland, zeigt, dass offensichtlich nach wie vor kein Fachkräftemangel besteht. Und insgesamt muss man natürlich zu dem Komplex sagen, dass man es mit einem äußerst zynischen und inländerfeindlichen Argumentationsmodell zu tun hat, weil die etablierte Politik zuerst durch kapitale Fehler in der Wirtschafts- und Sozialpolitik für Massenabwanderung auch hochqualifizierter Deutscher ins Ausland gesorgt hat und auf der anderen Seite durch eine völlig kurzschlüssige und verfehlte Bevölkerungspolitik zu Geburtenmangel geführt hat. Man versucht, die Auswirkungen alter Fehler durch neue kapitale Fehler auszugleichen und potenziert das Problem dann damit. Also es ist einfach nur zynisch, wenn jetzt der Bevölkerungsschwund bedingt durch staatlich geförderte Abwanderung und Bevölkerungsschwund ausgeglichen werden soll durch Zuwanderung kulturfremder Menschenmassen. Das ist absolut zynisch und lässt schon den Verdacht aufkommen, dass es bestimmten politischen Kräften daran gelegen ist, also Deutschland ethnisch umzuformen. Ja, diese Propaganda korreliert mit einer, also die neuesten Zahlen sprechen ja von 750.000 oder 800.000 Asylbewerbern oder sogenannten Flüchtlingen, die alleine dieses Jahr nach Deutschland strömen sollen. Ich weiß, wo wir uns Anfang des Jahres über das Thema unterhalten haben, da war noch von 300.000, von 450.000 die Rede. Die Prognosen gehen immer weiter nach oben. Das hängt auch zusammen mit einem gewaltigen Ansturm eben von Illegalen, es kommen immer mehr unbegleitete minderjährige Flüchtlinge auch ins Land, auf die es insbesondere dann als Rekrutierungsarmee auch radikale Islamisten und Salafisten abgesehen haben. Also Pierre Vogel steht bestimmt auch schon bereit und versucht aus diesem großen Pool sozusagen dann seine Truppen zusammenzustellen, haben wir auch mehrere Beiträge in diesen beiden Ausgaben drin, unter anderem hier von Michael Mayer, Sturmangriff der Illegalen. Dann hatten wir in der August-Ausgabe nochmal von Moritz Altmann einen Beitrag, den hast du dir, glaube ich, auch nochmal etwas näher angeschaut, deutsche Aufenthaltstitel zu verschenken. Da geht es um die jüngste Asylrechtsreform, die allerdings nicht etwa eine Verschärfung darstellt oder dem Missbrauch einen Riegel vorschiebt, sondern sogar illegale Einwanderung nachträglich legalisiert, wie es hier heißt. Kannst du uns dazu noch mal so ein paar Details nennen?
Ja, der Wesenskern dieser Asylrechtsreform besteht darin, dass Hunderttausende bislang bloß geduldete Ausländer nach der Erfüllung kleinster und bedeutungslosester Kriterien ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht in Deutschland bekommen. Und zu diesen bislang geduldeten Ausländern gehören beispielsweise Asylbewerber, die aus durchsichtigen Gründen ihre Pässe weggeworfen haben oder die aus tatsächlichen oder angeblichen gesundheitlichen Gründen in ihre Herkunftsländer nicht zurückgeschickt werden können. Dieses Heer von bislang Geduldeten, es liegt in Deutschland bei mehreren Hunderttausend, kann jetzt nach Erfüllung oberflächlicher Deutschkenntnisse und nach der oberflächlichen Bestreitung des eigenen Lebensunterhalts schon nach kurzer Zeit, also mit einem dauerhaften Aufenthaltstitel in Deutschland rechnen, sodass also auch diese Asylrechtsreform eigentlich nur zeigt, dass das Asylrecht in diesem Staat weiter ausgehöhlt wird, weil man eben nicht rechtskräftig abgelehnte Asylbewerber abschiebt, sondern deren Verbleib in Deutschland nachträglich noch mit einem Aufenthaltstitel honoriert. Jetzt wurde, die neueste Nachricht ist ja, dass für syrische Flüchtlinge jetzt irgendwie das Dublin-Übereinkommen oder die Dublin-Verpflichtung aufgehoben wurde. Ja, so zieht sich das durch. Hinzu kommen Urteile, leider muss man sagen, vom Europäischen Gerichtshof, teilweise vom Bundesverfassungsgericht. Wir hatten jetzt ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht im Hinblick auf den Kopftuchstreit in Neukölln. Also da sieht man das an, auch der Islam sehr aggressiv voranschreitet in Deutschland durch die Zulassung des Kopftuches im öffentlichen Dienst sozusagen. Und wir haben komische Urteile beispielsweise seitens des EuGH, der uns dazu verdonnert, dass selbst Terrorunterstützer nicht so ohne weiteres abgeschoben werden können. Über all diese Dinge berichten wir in beiden Ausgaben. Ja, dann würde ich sagen, sollten wir es nicht zu sehr vertiefen, sonst hat keiner mehr eine Veranlassung, die Zeitung auch zu erwerben. Wir haben natürlich noch sehr viel mehr Inhalt, nicht nur dieses Thema oder die drei Themen, die wir eben angesprochen haben. Wir haben auch einen ausführlichen Kulturteil mit sehr vielen interessanten Beiträgen. Da hast du auch deine Spuren hinterlassen in der August-Ausgabe, glaube ich. Und ja, kann nur darum werben, dass Sie, liebe Zuschauer, sich diese beiden Ausgaben mal holen, vielleicht ein Probeabonnement abschließen, dann vielleicht ein dauerhaftes Abonnement anschließen. Und dir, lieber Jürgen, danke ich erstmal dafür, dass du heute bei uns zu Gast warst. Ich danke auch. Und für das interessante Gespräch. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.